Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Pegel oder Köln, wenn es will. Wir spielen mal wieder richtig Hausflipper. Ist schon zu lange her, ich glaube ein paar Tage, aber egal. Ja, wie schöner Tag heute hier in der Straße, ne? Wie Zeitpunkt der Aufnahme, da war es auch sehr schön, nämlich heute. Ich nehme jetzt auf für jetzt, Mann, ich bin so gut. Ja, mein Grundstück kennt ihr natürlich noch, ist ja wunderschön geworden, ne? Ja. Oh, ich habe drin ein bisschen was verändert, also, ne? Ihr seht von hier aus Bild und, ne, wir machen mal auf. Ui, ich habe endlich andere Böden und ich habe einen kleinen Tisch mit einem Fernseher und es läuft Netflix. Ja, und ich habe eine Herdplatte. Das hatte ich vorher auch nicht. Und eine Dartscheibe, hatte ich vorher auch nicht. Und ein neue, ja, zwei neue Bilder. Drei eigentlich. Ein Regal. Das stimmt nicht, meine Figur läuft nach, keine Ahnung. Ein wunderschöner Ford Mustang. Ein Bild, was man ein- und ausschalten kann. Guckt mal, Licht, da stehe ich tierisch drauf. Und natürlich das Hausflipper-Bild. Und, yo, habt ihr gesehen? Ich habe jetzt eine Gaming-Ecke im Hausflipper. Flipper, ne? Ein Gaming-PC, die kann man an- und ausmachen, mehr geht leider nicht. Schade, wir sind nicht beim PC-Simulator. Und Tastatur und Maus und Monitor, den kann man nur drehen. Ich hätte zwei machen sollen, ne? Einen so. Ah. Mann! Ey, es ist nur so leichter Tick nach drüben. Ey, so leicht gebe ich nicht auf. Ey, 10 Stunden später, wir haben ihn ausgerichtet. Aber irgendwie läuft meine Figur gerade nach. Sagen wir, ich lasse das mal so, ich krieg's nicht besser hin. So, Tastatur. Wie läuft meine Figur jetzt nach? Ein bisschen mehr nach da. Maus auch ein bisschen mehr nach da. Sehr schön, das ist mir gar nicht gekommen. Wir haben noch einen Streaming-Monitor. Nice. Warum kam mir das nicht? Ich weiß es nicht. Ja, selber habe ich auch mehrere Monitore, naja. Aber hey, eine Gaming-Ecke. So, jetzt machen wir natürlich, also so sieht es perfekt aus, ne? Dank euch. Ja, was ich auch noch zeigen wollte. Bett hoch, zwei Sitzmöglichkeiten vor dem Fernseher. Und ich glaube, es läuft Netflix, ich weiß nicht. Aber irgendwie läuft meine Figur komisch nach. Ja, ich habe. So sieht es richtig gaming-mäßig aus. Okay, wir gehen mal hier dran. Wir haben eigentlich eine Mission. Ich hatte ein paar gemacht. Ich war bei 13. Irgendwo stand was mit Gaming. Ah, hier, Auftrag zum Aufräumen einer. Nee, Garage. Ich dachte, ja, ich habe Game. Ah, da unten. Unterkunft für einen Gamer. Ja, ich wusste doch, ich habe das doch gelesen. Mein Gott. Okay, ich würde sagen, Teamsion machen wir. Ey, aber ey, wow, ey, so wunderschönes Haus. Joa, dann gucken wir mal. Was war der Auftrag? Ich soll eine Wand einreißen. Ich dachte, ich mache ein Gaming-Zimmer. Okay, was sagt unser Laptop? Erdgeschoss, Küche, Wohnzimmer. Das ist das Problem. Du kommst hierher, weil du ein Gaming-Zimmer bauen willst und die wollen gleich von dir eine Renovierung haben. Ändern Sie die Anordnung der Räume. Dann machen wir das als erstes. Das sagt mir eigentlich auch das Tablet. Nicht das. Ja, doch. Das ist das Schöne, das gab es vorher nicht, glaube ich. Man sieht, welche Wände man einreißen soll. Aber 5 Stück, ist das das hier? Warte. Soll das einen Türdurchbruch machen? War das jetzt richtig oder verkehrt? Ich hau mal mein Hammerchen drauf, du. Aber ich will das Gaming-Zimmer machen. Pass auf, wir machen das so. Ich bin ja hier, um Gaming-Zimmer zu bauen. Ich mache hier alles, werde ein bisschen vorspulen und cutten und hin und her. Und wir sehen uns wieder in das Gaming-Zimmer, ne, wenn es damit losgeht. Ja, auf jeden Fall. Okay, los geht's. Wir sind im Keller angekommen. Wir machen mal hier ein bisschen schnell sauber. Keine Ahnung, wie lange ich brauche. Wir sollen irgendwo ein Gaming-Zimmer gleich bauen. Der Raum ist fertig. Hier ist nicht viel zu uns zu tun. Jetzt ab in den zukünftigen Gamer-Room. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, dann entsorgen wir erstmal alles, ne? Der Rest soll drin bleiben? Na, okay. Soll ich denn mit dem Raum arbeiten, Mensch? So, was will er noch? Na, wir machen erstmal die Bodenfliesen. Ein ganz dunkler Gaming Room. Okay. Warum nicht? Der Kunde ist König, der Kunde will haben. Es muss mir nicht gefallen, sondern mein Kunden. Okay. So, was will er noch? Er will eine Menge Spielzeug.
glaube, denselben PC, den ich auch habe. Denselben Monitor auf jeden Fall, ja. Grau und Graunebel. Da kaufen wir mal beide. Ich mag es auch nicht, dass ich keine wirkliche Vorgabe habe, weil ich weiß ja nicht. Einfach nur streiche mit den Farben. Mhm. Okay. Dann fangen wir an mit grauer Nebel. Und wenn, ich sag mal, oh ja, komm, ja, also ich muss es ja anordnen, ne? Sind wir fertig? Yes. Okay, jetzt müssen wir einrichten, ne? Ich würde mal sagen, wir gucken, ob wir als erstes den Gaming-Tisch holen. Ja. Ah, das ist derselbe, den ich habe. Hey, komm, wir machen ihn Dark Design, oder? Alles schön in schwarz. So, ja, komm, der kriegt einen schwarzen Tisch. Wie gesagt, hier möchte ich gerne das PC-Setting hinmachen. Egal. So. Okay. Autsch. Ne, wir bleiben bei schwarz. Oder bei dunkel. Boah, das passt gerade sehr gut hier. Oh. Also ich würde ja die Couch eigentlich sehr weit nach hinten machen. Weiß natürlich auch nicht, was noch rein. Ey, das passt gerade sehr gut. Was hier noch alles reinkommt. Konsole? Wir fangen mal mit der Konsole an, ja. Ih, das ist eine PlayStation. Ah, ich muss mich bücken dafür, ja dann. Aber dann ruft jeder in der Stadt natürlich Dann ruft jeder in der Stadt natürlich, nee, typisch Andy. Was war das hier? Lautsprecher Standard. Tastatur, Brush, Reflektorlampen. Was sind Reflektorlampen? Ah. Yo. Und Scheiß, ey, das macht mir Spaß. Was haben wir denn hier noch? Boxen. Hä? Das ist doch hier so eine Surroundbar, oder? Also eigentlich hierhin. Ey, jetzt ist so ein Scheiß, ich will nicht nur drauf was abstellen und der blöde Tisch ist im Weg. Nee, ich würde gerne schon komplett so auf schwarz gehen. Weil wir ja hier einen dunklen Gaming-Room einrichten. Ja, das sind für mich auch so Lautsprecher für ein Heimkinosystem. Ich finde es immer geil, wo er sie hinpackt. Ah, scheiße, das passt nicht. Nee, das... merke, ich hab den... Alter, wo machst du das Ding hin? Den Fernseher völlig falsch gestellt. Obwohl, nee, lass mir so. Okay, was haben wir denn noch für Lautsprecher? Wir bräuchten davon auch zwei. Oh, Mann! Ey, manchmal fragt man sich, ist die Dynamik einfach doof? Okay, das... Was ist das? Das ist doch ein... Was ist das? So eine Art Subwoofer? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube sogar, dass ich die einen nach hinten setzen muss. Problem ist, Surround-System an sich kenne ich mich nicht aus. Dann machen wir doch was ganz anderes. Ah, die gehen nicht an die Wand. Nein. Na ja, gut, dann lassen wir es da. Ich weiß ja nicht, ob die eigentlich für den PC sind. Aber egal. Sieht auch nicht schlecht aus. Sagt nichts Falsches. Schreibt nicht in die Kommentare, ob es gut oder schlecht aussieht. Doch, macht's. Okay, jetzt geht's um das Wichtigste. Naja, gut. Halt, oh, wir müssen ja noch den Controller platzieren. Ja. Zwei Stück ist gut. Grün. Ja, warum wohl? Ja gut, wir sagen, es ist eine Konsole. Also machen wir beide hier hin. So. Ein PC braucht sowas ja nicht, doch, ich schon.
So, ich habe den in beige, glaube ich. Er ist komplett schwarz. Oh Mann, ich schwöre, ich drücke halt den falschen Knopf. Ich will doch gar nicht den falschen Knopf drücken. Bei manchen Spielen ist das auch drehen, ne? Jetzt machen wir so. Also erst machen wir mal hier hin, weil ich möchte in Ruhe dran arbeiten. So. Ja, die habe ich auch im RGB. Hallo, das ist dieselbe, die ich habe. An die, da unten könnte die rein. Das sieht aber kacke aus, ne? Oder? Kann man das nach vorne fahren? Nein, ne? Ja, das sieht assi aus. Das, nein. Egal, ich platziere erstmal die Monitore. Wir machen es hier ein bisschen anders. Mann, warum hat man, kann man die nicht richtig drehen? Warum sind die so hoch? Ey, ich verstehe es wirklich gerade nicht. Okay, schade. Machen wir auch einen Streaming-Monitor. Na, ah, ich krieg zwei normale. Okay, wir entscheiden uns, dass er hier die Tastatur hat. Also mir gefällt nicht, wie ich das anrichten kann. Ich würde die Monitore noch näher zusammen machen. Es gibt kein Mauspad, ne? Schade. Ist das die, die ich habe? Ja, ich glaube schon. Und jetzt der Rechner. Oh, komm, den machen wir mal ganz anders. Ich nehme auch alles in schwarz. Bei mir habe ich einen... Oh, yes. Bei mir habe ich nur einen Tisch gestellt. Oh ja, oh ja. Yo, das fühle ich. Sieht ein bisschen scheiße aus, ne? Ja. Das gefällt mir nicht ganz, wie ich es angeordnet habe. Ich habe hier alles. Ah. Machen wir die beiden Monitore auseinander, sodass... Mann, nimm das doch nicht über runter. Ich bin ehrlich, es gefällt mir nicht. Hier fehlt noch was. Aber mehr wollte der Kunde nicht. Mehr kriegt der Kunde nicht. Ne? Ja, also 100% gefällt es mir nicht. Mein Rechner steht zwar auch auf meinem Tisch, aber 100% gefällt es mir nicht. Weil schade, du kannst auch die Monitore nicht so schön platzieren und drehen. Ah, ich war gebückt, hatte deswegen die ganze Zeit die Monitore runtergezogen. Ach, no way. Oh mein Gott. Okay, das wird entweder ein sehr langes Video oder ich kürze es und cutte es. Ah, da müssen wir nochmal ein bisschen grau machen, ne? Dass wir so die Räume abteilen. Ja, komm, das machen wir. Scheiß drauf, ehrlich. Ich brauche nochmal das helle Grau. Dann nehmen wir einen ganz small Block. Aber das ist cool. Das Video hat mir gefallen, ein Gaming-Room einzurichten. Als Gamer. Auch bei einem Gaming-Kanal Videos zu bringen. Nice. Ja, so, jetzt sind die Räume so ein bisschen abgeteilt. Das sieht doch gut aus. Also, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Sieht das gut aus? Okay, hier bin ich unzufrieden. Ich würde die Monitore gerne näher zusammenstellen. Vielleicht aber auch so über Eck hier stellen. Einen da. Das geht aber nicht, so wie ich will. Und den Monitor hätte ich gerne auf der Seite, weil bei mir ist auch auf der rechten Seite, dass ich schon reingucken kann. Und das ist ein schöner kleiner, ja, Blazy-Konsolenplatz. Nice, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch auch. Ich würde sagen, wir gehen raus hier. Ja, 15.000 habe ich gemacht. Wie 88% nur erledigt. Was? Glaubt ihr mir jetzt, diesen Raum habe ich übersehen? Ich sollte hier nur zwei Sachen verkaufen und ein Bett hinstellen. Weil hier habe ich ja im Wohnzimmer einen kleinen Durchbruch am Anfang gemacht. Das habt ihr ja gesehen. Fernsehengang, Couch hingestellt. Jetzt raus hier. Okay, das war's. Also ganz ehrlich, meine Anordnung gefällt mir hier besser. Mein Tisch gefällt mir besser. Ist der gleiche? Nein. Ne, also so wie hier bei mir ist es leider nicht. Dann gefällt mir natürlich privat am allerbesten. Okay, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus. Püü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